Was er ebenfalls macht. Und wieder ein Volltreffer landet. Natürlich. Moin Moin und willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt auf dem Weg durch Route 120, nachdem wir im letzten Part den Federorden erhalten haben. Oh ja, der Federorden. Nein! Ich erinnere mich. Ich weiß, der letzte Part ist ein bisschen her. Lucky und Amy sind leider in dem Kampf gestorben. Es war ein sehr spannender Kampf, muss man zu sagen. Wer noch nicht hier gesehen hat, reinschauen. Ansonsten, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Unser Team, ihr seht schon, da unten, habe ich unser Team schon wieder vorbereitet. Also unser Main-Team wieder dabei. Und wir wollen jetzt erstmal ein bisschen weiterkommen. Ja, deswegen nicht lange schnacken. Kopf in den Nacken. So. Da fliehen wir mal. Ich weiß, dass hier unten ein Item ist. Nestball. Nehmen wir es ja gerne. Genau, hier ist nämlich noch ein unsichtbares Pokémon. Also hier kann man nicht an dieser einen Stelle ran. Was bist du? In Rubin Saphir konnte man die Treppe nicht runter, bis man das Pokémon besiegt hat. Hier in dem Remake ist es ein bisschen breiter gemacht. Okay. Ne? Ich habe auch geguckt, was es da hinter den Büschen gibt. Ich habe meinen Zerschneider angewendet. Und zwar, ich glaube, wie euch dabei gebracht, weiß ich gar nicht mehr. Ich meine unserem Myraplau, unserem Flowey. Da gibt es noch einen Sonderbonbon, ne, zu finden. Wer haben will, Randa. So, aber wir gehen jetzt weiter. Die hatten wir schon besiegt. Und es beginnt wieder zu regnen. Ein Vogelfänger. Das sind wir mit Wingo gar nicht mal so gut. Wir könnten mit Archie oder mit Karin oder mit Newton. Ja, Newton ist Level 35, das wollen wir nicht. Wir liegen mal mit Karin, würde ich sagen. Und ich gehe einfach raus, weil Steuerung. So. Zack. Schwalbes. Gut. Schwalbes dürfte für Karin jetzt nicht das größte Problem darstellen, ne? Wir drücken hier einen Steinhagel. Aeroas. Okay. Macht fast die Hälfte. Ich habe Angst um Karin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir gehen raus auf Archie. Besser ist. Ich habe wirklich Angst um Karin. Vor allen Dingen, weil Karin auch noch kurz vor der Entwicklung ist. Und das wollen wir... Shit, wir hätten einen Steinhagel drücken können. Okay. Das weiß man vorher nicht. Wir rücken hier Felsgrab. Aeroas ist neutral. Aber Archie hat nun mal die bessere Verteidigung. Ein Xatu. Okay, erste Begegnung mit einem Xatu. Luftschnitt. Okay. Wir gehen raus. Oder sind wir... Nein, wir riskieren es nicht. Wir gehen raus. Ich habe gerade schon überlegt, ob wir jetzt schneller sind, aber... No go. Wir gehen raus auf Mainz. Wunschtraum. Wir hätten wieder angreifen können. Ja, Mann. Na komm, ja, kriegst den Surfer rein. Schön im Regen. Okay, also
die Parts fangen wieder gut an. Wir sind nicht overleveled, ne? Also, nicht so sehr. Ich meine, ich hätte... Ja, ich habe mich mit Tränken und Hyperheilern eingedeckt, genau. Da war was. So, wir lassen Karin mit Absicht vorne, weil ich will sie leveln. Ich will sie in dem Part eventuell weiterentwickeln. Wäre ganz cool. So, jetzt mal gucken hier. Da haben wir noch einen Trainer. Der Render. Wäre ganz cool, wenn wir das weiterentwickeln können. Ein Formio. Blöd gerade. Es regnet. Das heißt, es wird zum Wassertypen. Da gehen wir wieder mit Karin raus. Da. Es kann auch jederzeit das Wetter ändern, ne? Zu was wird's? Das ist das Problem. Momentan ist es ein Wassertyp. Wir gehen raus auf Mainz, um Wasser zu resistieren, falls Sonntag einsetzt. Sind wir im Vorteil, falls es Hagelsturm einsetzt, können wir da auch noch was machen. So, Sonntag. Gut, wir hätten mit Karin drin bleiben können, ein Erdbeben drücken können, das Ding wäre weg gewesen. Nein, es ist... Die Gegner wollen mich heute trollen. Definitiv. Wir drücken hier einen Surfer. Ich weiß, der Surfer wird in der Sonne abgeschwächt, aber wir treffen das Ding halt sehr effektiv. Stab und das überlebt einen Volltreffer. Okay. Okay. Regentanz. Das überlebt einfach einen Volltreffer. Nee. Kein Kommentar. So, hier reicht jetzt ein Widerhall. Oh Mann. Wie viel schwächt die Sonne Wasserattacken ab? Um die Hälfte, ne? Dabei sehr effektiv wieder Hälfte drauf, also wieder 50% Stärke drauf. Plus Stab sind nochmal... Ne, gar nicht wahr. Plus, Sonne reduziert Wasserattacken um die Hälfte, also durch 2. Dann wieder, sehr effektiv wieder mal 2, also wieder auf plus minus 0. Kommt noch der Stab drauf. Das sind nur 50%. Und es hat trotzdem nicht gereicht, ein Volltreffer. Ist schon krass. So, nächster Gegner, ein Ninja. 3 Pokémon. 1 Smogon. Bitte hab jetzt nicht 3 Smogons. Das könnte ein bisschen nerven. Können die schon explodieren? Okay, ihr habt noch die Fähigkeit Schwebe. Das heißt, Bodenattacken bringen hier gar nichts gegen euch. Ich gehe raus auf Archie. Falls sie explodieren wollen. Ab wann lernt Smogon Finale? Dunkelnebel. Die Gegner trollen mich unter richtig. Wir gehen hier mit einer Lake rein. Weil es regnet. Finale, da kommt's. Gut. Wir haben genau den richtigen Play gemacht, das resistieren wir nämlich. Schlitzer. Archie will Schlitzer lernen. Lake, Käfer, Rüssel, Tarn. Eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir das Setup behalten. Ja, Schlitzer nicht erlernen. Eigentlich ist das ganz gut so. Nächstes Smogon. Gut, du hast wahrscheinlich 3 Smogons. Wir drücken hier weiter die Lake. Why not? Dunkelnebel. Das ist auf jeden Fall ein Two-Shot immer. Smogon an sich mag ich. Also. Smogon ist cool, finde ich. Es ist Klassiker, Mensch. Es ist für mich, es verkörpert das Gift-Pokémon, ne?
Außerdem ist Mokmok defensiv gar nicht mal so kacke aufgestellt. Also, es hält ein bisschen mal aus. Und es kann physisch wie auch speziell, glaube ich, gespielt werden. Meine ich. Also, es ist ein guter Allrounder. So, damit haben wir den Ninja-Typ. Da haben wir die nächste Trainerin. Also wir machen jetzt zack, 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 los geht's, weiter. Ja, wir müssen die Route hier machen. Wir wollen weiterkommen. Ja, und die sitzen Milotic ein. Wow. Okay, im Regen Milotic. Karin wieder raus. Also Karin als Lead zu setzen, war, glaube ich, nicht die beste Idee hier. Aber Milotic Level 36. Im Regen. Das Ding wird gefährlich, meine Freunde. So, was kann Milotic? Milotic kann bestimmt eine Aquawelle. Kann das Ding Eisstrahl? Wenn ja, ist Wingo hier fehl am Platz. Neutron wird neutral von einer Milotic-Wasserattacke getroffen. Ah, das ist bitter. Dora und Archikor vergessen. Karin auch. So, bleiben noch Mainz, Neutron und Wingo. Mainz würde, glaube ich, alles gut wegstecken, was das Ding kann, aber das Ding auch nicht so doll treffen. Wir gehen trotzdem auf Mainz und scouten mal, was es vorhat. Milotic ist auch so ein kleiner Angstgegner, ne? Ist mega stark und Windhose. Ja. Milotic ist schon sehr, sehr stark. Ich hatte noch nie... Wir drücken mal zwei. Noch nie ein Milotic im Team gehabt. Schande auf mein Haupt. Sollte ich mal machen. Boah, wenn Aquawelle schon Volltreffer. Okay. gut. Wir gehen raus. Sofort. Auf Wingo. Ich glaube, das Ding kann keine Eisattacke. Hoffe ich. Bete ich. Windhose. Und die Aquawelle tat weh, ne? Sind wir schneller? Wenn ja, würde das jetzt richtig weh tun, die Laubklinge. Wir sind schneller. Sehr schön. Aquawelle. Gut, keine Verwirrung. Die Frage ist, war das jetzt Speed High? Oder sind wir wirklich schneller? Wir drücken hier die Laubklinge. Wir sind schneller. Schweigert. Gut, Milotic weg. Ei, gut. Angstgegner weg. Im Regen ist das ja wirklich fatal, Mann. Karin Level 34. Wir heilen einfach mal unsere Pokémon. Lalala. Nichts passiert. So, wir lassen Karin aber weiterhin als Lead. Ich möchte, dass Karin in diesem Part Level 35 erreicht. So, hier haben wir nichts. Wir könnten natürlich auch durch so Gras gehen, nur ich will jetzt keine Encounter triggern. Deswegen machen wir das nicht. Haben wir hier ein Item? Nein. Da unten haben wir ein Item. Das schauen wir uns mal hin. Nackt. Ja. Gut. Und weiter. Da war ein Käfersammler-Typi. Gut. Du wirst von Karin weggeschossen. Du hast Käfer. Gar kein Problem. Du hast Maskeregen. Problem. Das Ding kann nämlich Wasser attacken. Und im Regen. Ach Gottchen, ey. Mann. Das kann doch nicht sein. Klar, wir könnten das Ding jetzt vierfach effektiv treffen mit dem Steinhagen. Malu. Das wäre weg. Aber ich weiß, dass Maskeregen und sowas Blubstrahl und sowas drauf hat. Und im Regen will Karin kein Blubstrahl abkommen. Wir gehen raus auf Mainz. Instant. Ja, Instant hat er drücken können. Danke. Das war Crit. Okay. Wir heilen einmal Mainz.
Also, so nicht, mein Freund. Stachelsporen. Doof. Aber nehmen wir hin. Wir können dich aber auch sehr effektiv treffen mit einem Windschnitt. Was er ebenfalls macht. Und wieder ein Volltreffer landet. Natürlich. Wir landen keinen Volltreffer und das Ding überlebt. Natürlich. Wir setzen unser zweites Heil-Item ein. Gehen wir in Maske hin. Klar. Why not? Silberhauch. Resistieren wir. Und egal, ob der sein Windschnitt jetzt ein Volltreffer wird oder nicht, das überleben wir. Kein Volltreffer. Das Spiel ist gnädig. Heute habe ich es aber auch mit den Volltreffern, ne? Also, die Gegner trollen mich, die setzen einen Crit nach dem anderen, oder die bekommen einen Crit nach dem anderen und wir schauen hier ganz dumm aus der Röhre. Fängt schon wieder supi an. So, aber ich will mich nicht nur beschweren, ne? Das Spiel ist an sich immer sehr schön und bietet hier auch Herausforderungen. Wäre langweilig, wenn man so durchgehen würde. Nicht wahr? Gut, wer hat das geklärt? Der Regen hört auf, Gott sei Dank. Und Karin kann jetzt eventuell wieder mitmischen. Darunter geht es zu einer Sackgasse. Da können wir surfen. Bringt uns Surfer irgendwas? Wir könnten da hinten hin zu einer geheimen Basis. Nein. Machen wir nicht. Wir gehen erstmal hier rum. Hier war ein Item. Kugelblitz. Das ist für Pikachu. Ein Item für Pikachu. Wir haben leider keins. Wir gehen erstmal hier weiter. Du willst nicht kämpfen. Okay, Pokeriegel. Ja, finde ich auch toll. Gib mal was. Genau, Magobeere. Pokeriegel sind dafür da, für Wettbewerbe, um den, die Stats dazu erhöhen. Das war ein Absol, habe ich gehört. Das sind Bären. Bringt uns hier Surfer was. Ist immer noch gute 120, das heißt, Absol hat man hier gefangen, genau. Lucky, was direkt im letzten Part leider gestorben ist. Das war sehr unlucky. So, ein Duflor. Karin, würdest du bitte hervor flüchten? Please. Ich weiß, du bist langsam. Aber flüchte hervor. Danke. Sehr gut gemacht, Karin. So, wer ist er? Er ist ein Raubein-Ragnar. Mit einem Noctus. Oh, das ist ja klar, sicher. Karin, schon wieder schlechter Lied. Ah, wir erzwingen das. Wir erzwingen die Entwicklung heute. Wir könnten natürlich, wir hätten natürlich Karin auch einen Sonderbonbon geben können, aber daran habe ich jetzt erst gedacht. So, Noctus, wir gehen raus auf Wing. Klar gehen wir raus auf Wingo. Denn wenn jetzt eine Pflanzenattacke kommt, resistieren wir das. Und wir haben was im Petto dagegen. Verwurzler. Okay, es ist eine Pflanzenattacke, aber kein Angriff an sich. Wir haben die Zornklinge. Zornklinge trifft vierfach effektiv einen Noctuska, weil es ein Pflanzen- und Lichttyp ist. Und ich würde gerne mal, wirklich gerne mal einen Noctuska im Team haben. Ich finde das Pokémon mega cool. Pflanze und Licht, auch schöne Typkombination. Und ich hatte noch nie einen Noctuska im Team. Warum auch immer. Muss ich auch mal nachholen. Wer... Eigentlich mal ganz cool. So. Raubein Ragnar wurde besiegt. Da haben wir noch so eine Rockerin. Ich warne dich, ich bin echt total schwach. Okay. Halbstarke Denia.
Mit einem Tohaido. Gut, Karin ist heute. Ich glaube, wir sollten gleich mal den Lead wechseln. Aber nach dem Kampf sollte Karin sich auch weiterentwickeln. Gut, Tohaido. Ja, klar. Wir gehen wieder raus auf Wingo. Grimmmasse. Damit kann ich leben. Initiative sinkt. Wir drücken an der Stelle mal... Ach komm, was soll der Geiz? Laubklinge. Oh. Nein, du hast Rauhaut, oder? Karin entwickelt sich. Das ist ein Grund zur Freude. Wingo ist gestorben. Und das nur, wenn der Gegner mal das eingesetzt hat, was er einsetzen soll. Echt, jetzt habe ich mal nicht predicted. Jetzt habe ich mal nicht spekuliert. Und... Oh. Gut, Karin versucht Feuerode zu lernen. Wir vergessen eine Attacke. Er hat Kräfte vergessen, warum? Ja, wir haben den Erdbeben. Oh Mann, Wingo! Das war unser Starter. Die Entwicklung hätte auch nicht mehr so lange gedauert. Shit. Ich hätte den Megasauger drücken sollen. Ne? Ich hätte den Megasauger einfach drücken sollen. Ich habe überlegt, ob ich den Megasauger drücke. Oh Mann.
So. Karin. So, die Stats haben sich natürlich bei Karin verändert. Die Initiative-Wert ist jetzt der höchste. Ist natürlich mega schnell. Und es hat jetzt die Fähigkeit Schwebe. Auch sehr cool. Zudem ist es jetzt ein Boden-Drachen-Pokémon geworden. Das heißt, wir haben jetzt endlich ein Drachen-Pokémon. Aber zu welchem Preis? Oh, der Preis war bitter dafür. Oh, der... Uiuiuiui, Wingo, ey. So, wir kämpfen natürlich noch gegen die Gegner. Boah, das ist eine ganz bittere Pille für diesen Part, Mann. Eine richtig bittere Pille. Ein Ninjask. Wen hat man jetzt vorne? Dora. Dora ist perfekt. Eine richtig... Alter, ist das... Aber okay. Das sind die Regeln. Wir müssen damit umgehen. Ich habe nicht aufgepasst. Mal wieder. Ich muss darauf achten. Leute, das ist ein Nasslock. Und wir geben uns hier in Sphären. Ich bin nicht High-Level hier. Also so komplett overleveled. Ich muss aufpassen, Mann. Ich muss wirklich jeden Kampf spekulieren. Jeden. Oh. Da drückt das Ding einfach einen Eiszahn. Das ist einfach... Why not? Du bist ein Forscher, ne? Du hast mal so Boden-Pokémon und so ein Quatsch. Da gehen wir mit dem Mainz rein. Das ist eine bittere Pille, Mann. Wirklich. Der letzten, was glaubt, das war Feuerrot, ne? Da hatten wir unseren Starter bis zum Finalkampf behalten. So, hier drücken wir Surfer gegen Pupanz. Das Ding war gar kein. Also, wir hatten unseren Starter wirklich bis zum Ende behalten. Jetzt hier. Ah, Nassgnet, das Ding kann Gesteinsattacken. Das Ding kann Elektroattacken. Wir gehen raus auf Main. Wir gehen mit Mainz raus. Sollen wir auf Karin? Okay, ja komm, wir gehen auf Karin raus. Karins erster Kampf als Vibrava. Felswurf, resistieren wir durch den Bodentypen. Zweimal getroffen, okay. Und wir können hier in aller Ruhe den Erdbeben drücken. Das ist sehr effektiv. Stab. Okay, das Ding hätte Robustheit haben können. Zum Glück hat sich. Meins wäre 35. Oh. Gut. Soweit, so schlecht. Ah. Das mit Ringo regt mich gerade ein bisschen auf. Ein Keckler. Mainz sollte davor fliehen können. Aber das Gute ist jetzt, wir haben noch zwei weitere Pokémon, zwei weitere Pflanzen-Pokémon in der Box. Das heißt, wir können Ringo austauschen. Ne, also ich denke mal, wir nehmen das Roselia mit, was wir da gefangen hatten. So, Dora nach vorne. Ich glaube, ich werde Roselia trainieren und dafür einsetzen. Ein Blanas. Wir sind mit Dora ganz gut aufgestellt. Ja, ich bin zufrieden. Spiel. Ich weiß, du bist traurig gerade, aber... Finte. Kein Problem, Flammsturm. Das tankst du nicht. Voltenso, okay.
Wir immunisieren alle Elektroattacken, was du kannst. Das heißt, wir können in Ruhe die Erdkräfte drücken. Bis... Ah, da könnte flinchen. Es flincht. Na klar. Jetzt bist du down. Der Schnüffler war dein Todesurteil. Na, was schnüffelst du hier in Dora rum? Wingro wäre für die nächsten zwei Arenen richtig stark gewesen. Ist auch noch ein Trainer? Ja. Das wäre für die nächsten zwei Arenen wäre Wingro richtig stark gewesen. Lombrero. Wen habe ich jetzt vorne? Archie. Nicht gut. Kai. Okay, der Käferbiss trifft sehr effektiv. Aber eine Wasserattacke wollen wir nicht abbekommen. Wingro wäre hier super, aber meins auch. Ein Aufruhr. Gut, wir drücken an der Stelle Windschnitt. Sehr effektiv. Stab. Killt es? Natürlich nicht. Ja, jetzt bist du aber down. So, der Part ist auch gleich zu Ende. Nur wir wollen kurz mal in die nächste... Ich will mal in die nächste Route reinschnuppern und eventuell noch einen Encounter fangen. Groink. Okay, unsere erste Begegnung mit einem Groink. Die Weiterentwicklung von Spoink. Wer hätte es gedacht? Ein Psychotyp. Ha. Wir könnten wieder auf Archie raus. Archie trifft das Ding mit Käferbiss sehr effektiv. Aber was kann Groink? Wir gehen mal auf Archie. Was kann ein Groink? Psystrahl, Psychokinese. Magiemantel, okay. Ich glaube, das ist jetzt nicht sonderlich. Käferbiss. Taumeltanz ist ekelhaft. Komm. Magiemantel, okay. Archie, komm durch. Was macht Magiemantel nochmal? Ich vergesse das immer wieder. Schreib es mal in die Kommentare. Wenn das wisst. So. Zur nächsten Route. Ja, Route 121. Gut, gegen die wollen wir noch nicht kämpfen. Wir wollen erstmal einen Encounter. So, guter Encounter, bitte. Bitte. Das ist Dupsklos. Wir haben einen Myroppler. Das heißt, wir haben noch eine Chance. Ein guter Encounter. Komm schon. Okay, Choupé. Nice. Choupé. Ein Geist-Pokémon. Haben wir noch gar nicht. Das könnte cool sein. Choupé. Wie schwäche ich dich? Wir drücken mal einen Metallclaw. Das ist nicht Stab. Aber Crit. Okay. Gut. Wir werfen Pokebälle. Komm, Superball reicht doch, oder? Superball müsste reichen. Wir haben schon P. Okay.
Welches Geschlecht hattest du? Weiblich. Ich hab einen Namen für dich. Ich hab einen Namen für dich. Mary Annette. Ja, Mary Annette. Du wurdest gefangen. Puh, gut. Das war's mit dem Part. Ich glaube, ich werde Rosarade hochziehen. Werde da ein bisschen trainieren und dann nächstes Mal ein Main Team dabei haben. Haben wir eigentlich womit entwickelt sich Rosarade? Durch einen Leuchtstein oder so? Haben wir gar nicht, ne? Das werde ich auf jeden Fall nochmal nachgucken, womit es sich entwickelt, weil Roselia hatten wir, aber Rosarade hatte ich noch nie im Team. Wäre mal ganz cool. Ansonsten, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und an der Stelle nochmal ein Rest in Peace an Wingo. Mensch, du warst wirklich ein hervorragendes Pokémon. Ruhe in Frieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.